Gut, wir haben 19 Uhr. Die neue Map-Rotation. Und ich wollte vorher einmal kurz wegen den Klamotten noch mal gucken. Ja, wir spielen jetzt nur noch normal, vielleicht auch ein bisschen Ranked oder so. Aber hauptsächlich jetzt nur noch normal. Und wenn ich das richtig höre, will der Chassis raus. So. Ja, theoretisch hätten wir jetzt genug Geld für die ganze Kacke hier, aber ja, mich stört das so ein bisschen. Jetzt haben wir so viel Geld und jetzt gibt es einfach nichts. So ein bisschen wie am Anfang vom Spiel, ne? Da hatten wir genau dasselbe Problem. Hier ist dann alles 30.000 und für die 30.000 spare ich das lieber und mache dann die Sachen weg. Gut. Ja, sonst gibt es ja hier nichts, was ich machen muss. Dann würde ich sagen, dann gehe ich mal kurz. Ja, Chase, ich lasse dich sofort raus. Ich mache nur kurz eine Map an. Okay. Ja, Moment, warte, eine Minute. Eine Minute, noch nicht mal. So, wollen wir nochmal rein. Ja! Tja. So, einen Moment, ich lasse ihn mal kurz raus. Bin nicht so schnell. Das ging jetzt aber flott. Das ist schön. Das ist doch der CTC-Markt. Da freue ich mich drüber. Ja. Interessiert den auch nicht. Das interessiert den auch. Hallo! Das interessiert die Mates nicht. Dass die damit sich ins eigene Knie schießen. Und eigentlich wollte ich ein anderes Wort sagen, aber das wäre, es ist noch nicht nach 8. Selbst nach 8 wäre dieses Wort noch nicht mal so beliebt. Oder nicht beliebt, sondern nicht so ganz erlaubt. Ah, shit. Was soll ich denn gerade sagen? Jetzt hast du wieder vergessen. Ja, eigentlich wollte ich, also ich weiß nicht, wie lange wir noch machen. Mal gucken. Also diese einen Ränge da, ich habe ja vorhin schon mal kurz geguckt, also es wäre schon nice. Shit. Ich würde den Sniper einmal mitnehmen. Das ging aber leider nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt die richtige Klamotten anhab, aber müsste eigentlich. Ach shit, es kommen immer von allen Seiten. Nee, ich glaube, den Tag haben die wirklich da viel größer jetzt angezeigt. So richtig schön weiß, aha, er war das. Oder der. Oder die. Das ist oder den ist. Ich versuche jetzt mal ein bisschen Punkte zu farmen. Mhm. Schön, wir haben den ein bisschen zurückgedrängt. Sehr schön. Ich glaube, der hat Squidbacked. Ich wollte einfach nur Danke sagen, dass er den Sniper ausgeschaltet hat. Das fand ich schon ganz schön. Shit! Ja, ist ja noch ganz gut ausgegangen. Schön. Schön, schön, schön. Aber ich muss mir unbedingt die Brille putzen, weil die ist dreckig bis zum geht nicht mehr. Also die ist immer dreckig, aber...
Sehe ich ja besser, wenn ich die abhab. Boah, das wird eine Sache sein, die werde ich ab April, wenn ich sogar, ich bin sogar am Überlegen, am Mai eher das zu machen, weil April wird, glaube ich, bei mir ein bisschen finanziell knapp. Da schon wieder nicht. Ich habe den Getränke-Coupon und krieg trotzdem nichts davon. Ob ich eine neue Brille mehr hole. Weil ich brauche unbedingt eine neue Brille. Ich sehe fast nichts mehr dadurch. Die ist halt mega. Ist halt mega angeschlagen. Und was halt noch kacke ist, die ist halt. Das sieht ja beschissen aus, ne? Wenn Leute sich angucken, oder ist da erstmal so eine. Was ist denn mein Ton auf diesem Handy aus? Und die sehen dich erstmal an und sehen einfach deine Augen nicht so, weil. Also nicht, dass mir Leute in die Augen gucken sollen, aber wer weiß. Ist das heute meine Main ist, irgendwie, ne? Ich sollte auch mal ein paar andere Waffen ausprobieren. Aber heute ist ganz gut. Ich bräuchte eigentlich auch eine neue. Sollen wir ein Spiel spielen? Wie lange hast du deine? Wie alt ist die aktuelle, die du trägst? Also ich meine jetzt, außer du hast welche, die du immer wechselst. Weil zum Beispiel ich habe auch mit einer Freundin geredet und die meinte, die hat irgendwie 3 Stück oder so und die wechselt die. Aber die geht auch, glaube ich, bei ihr ist das, glaube ich, auch mehr so ein Modeding. Ach cool, der ist sogar ausgewichen, obwohl ich den sogar hätte hochlassen würde. Wissen und Repeat. Weil ich weiß nicht, ob ich das letzte schon im Stream gesagt habe. Mir ist jetzt aufgefallen, wie lange ich die Brille habe. Ich meine, habe ich 8 Jahre, habe ich trage auch Kontaktlinsen. Ja, okay, 8 Jahre ist auch schon ganz fertig. Ich hab meine 10. Also müsste dieses Jahr 10 Jahre werden. Und ich trage keine Kontaktlinsen. Genau. Genau, und wegen den Werten, das ist halt auch so ein Hauptding. Also ich merke langsam, dass meine Augen sich so, wie soll ich sagen, schon so immer wieder verabschieden? Nee. Also, dass die irgendwie selber versuchen, so die Schärfe einzustellen, indem die sich immer so schielen und nicht schielen. Also, es ist immer so. Also ich schiele nicht oder so, aber halt, dass die halt sich immer wieder versuchen, so an neu einzupendeln. Und ich glaube, das könnte daran liegen. Ich würde sogar mal überlegen, ob ich zum Augenarzt dafür gehe, weil sonst mache ich das eigentlich lieber beim direkt beim Optiker. Aber ich guck mal. Ich muss halt mal gucken und ich würde das halt am liebsten im Mai machen. Und dann würde ich mal schauen, ob ich dann irgendwie was übernommen kriege von der Krankenkasse. Weil ich meine, gehört zu haben, das wäre möglich, nur. Ja, oder ich wechsle halt den Optiker. Weil da, wo ich eigentlich lieber hin möchte, da wird es halt schwierig. Und ich würde eigentlich gerne mit meiner Familie dahin, weil dann weiß der, aha, ich bin der. Weil mich kennen die. Also ich weiß nicht, ob die mich wiedererkennen. Weil das ist 10 Jahre her, Jungs. Und Mädels. Und was auch immer. Oh, ich bin so aufgedreht, ne? Ich glaube, der Kaffee wirkt noch. Ich war gestern Nacht so aufgedreht. Ich weiß, ich habe gestern noch ein. Weil, was habe ich denn gestern? Genau, die Pizza. Und da dachte ich mir so, ach komm, trinkst du dabei noch ein schönes Lernsaft so dazu? Weil ich irgendwie voll Durst drauf und dann habe ich den halben getrunken und ich war plötzlich, ja nicht, also der hat mich jetzt nicht beeinflusst oder so, aber irgendwie so, ich war voller Energie so, ich war richtig flippig halt, weißt du? Da ist mir auch was. Oh, ich glaube, der wollte da aufwerben, es tut mir leid. Das war nach den Gegnern. Da viel öfters drauf, ob da irgendwie ein Gegner geplättet wird oder so. Der war übrigens für Senrio. Der Kaffee kann in einem richtig was auswählen. Ja, aber ich habe den Kaffee ja irgendwie um 17 Uhr getrunken und ich hatte das 2 Uhr oder sowas. Hast du schon mal Matcha getrunken? Ja, ich glaube. Habe ich das? Doch, ich glaube, ich habe welche. Das ist doch meist so ein Pulver, ne? Sieht ja auch niedlich aus, das lange Shirt, dieses Nachthemd.
Ich glaube, ich habe sogar welchen. Das ist doch meist Milch. Also, es ist meist in einem Pulver. Das ist, glaube ich, grüner Tee mit Milch, ne? Und ich habe da Vanille und ich habe Schoki. Ist aber nicht so meins. Also, das trinke ich zwischendurch mal. Aber ja, wie gesagt, ist nicht so meins. Also, ich hab's. So. Nee, irgendwie, also von Energy werde ich halt. Davon werde ich nicht müde. Oder, nee, doch, Entschuldigung, ich werde davon müde. Ich werde davon aber nicht. Ich kann davon nicht richtig pennen. Das kann ich aber auch. Das ist aber bei mir auch erst seit. Eins. Also, es wird immer stärker. So, seit ein, zwei Jahren wird es immer stärker. Deswegen, ich trinke auch in letzter Zeit echt wenig Energy. Halt aus dem Grund. Und weil ich auch selten im Laden bin, wo der im Angebot ist. Also den ich gern trinke. Ich habe in Flaschen habe ich welchen, aber sonst. Matcha haut auch richtig rein und lag einmal fast 2 Tage durch wach, aber ich habe es leider auch zu hochdosiert getrunken. Okay. Ich hatte immer nur so ein Pulverding davon getrunken. Ich hatte da nie was. Aber wegen grün. Das ist doch grüner Tee, oder? Grüner Tee und Milch. Kriegt man auch von grünem Tee sowas? Weil ich kenne das doch von schwarzem Tee. Ich meine, grüner. Da hat das auch. Ich habe mal gehört, trinkt man lieber grünen Tee und nicht das. Oder ist Matcha? Nee, ist nicht Matcha sogar was ganz anderes. Ich stehe gerade so auf dem Schlauch. Aber ich habe es auf jeden Fall mal getrunken. Egal, ob das ist oder was anderes. Ich habe auf jeden Fall mal irgendwas mit Matcha getrunken. Auf jeden Fall. Das wüsste ich doch. Das ist ein Auto. Ich kann einfach so ein Auto. Oh Gott. Matcha ist nicht nur ein normaler grüner Tee. Nicht nur. Okay, aber es ist grüner Tee, oder? Ich guck gleich mal nach, was ich hab. Ich meine, das. Nee, Entschuldigung, das ist Chai-Tee habe ich. Entschuldigung, das ist gar nicht Matcha. Aber ich habe Matcha auch mal getrunken. Das ist richtig giftgrün. Okay, nee. Aber ich habe das dann aber nicht in so pur getrunken, sondern ich habe das mit irgendwas anderem getrunken. Okay. Dann nehme ich das gerade zurück. Dann nehme ich das zurück. Wo habe ich das denn getrunken? Habe ich das nicht auch sogar in Energy? Oder habe ich das in Lernsaft oder so getrunken? Das war mein Kill, mein Freund. Das ist auch mein Kill. Ich liebe das übrigens, wie viele Kills ich manchmal mache. Und es interessiert einfach nicht so. Also nicht die Leute interessiert, sondern es passiert einfach nichts. Ja, ich krieg jetzt immer Werbung von diesem Kack-Pulverzeug, von diesem Energy-Pulver. Und ich denke mir jedes Mal, Junge, weil ich habe da so viel Negatives gehört. Also ich habe das schon mal getrunken. Ich weiß auch nicht, welche Marke. Das hat mir jemand mal gegeben und gesagt, hier trink das mal, wenn du gerne Energy trinkst. Matcha hat eine antioxidative und antibakterielle Wirkung. Karies und Mundgeruch wird vorgebeugt mit unzähligen Vitaminen. Vitamin A, B, C, E, der den Stoffwechsel aktiviert. Außerdem verbessert der Grüntee die Konzentrationsfähigkeit und unterstützt die Reaktionsfähigkeit. Und wo sind die negativen Sachen? Das klingt ja eigentlich so gut. Das klingt ja wie. Das könnte meine neue Zaubermittel sein, so. So gut klingt das. Aber ich glaube nicht, dass das. Da kriegst du bestimmt ganz üblen Dünnschiss von. Ich sag's dir. Irgendeine negative Sache muss das haben. Sonst wird das hier jeder trinken. Oder es ist richtig teuer. Das glaube ich nicht. Nein! Scheiße! Oh Gott sei Dank. Kann ja machen, was ich will. Aber danke auf jeden Fall, danke. Ich habe übrigens gerade so was. Ich habe vorhin was anderes verstanden. Ich weiß nicht mehr genau was. Beim Vitamin. Ach doch, diesen fröstiger Emote, den finde ich eigentlich ganz gut. Boah. Hand klebt immer so, wenn ich davon was trinke. Bah. Ach, läuft. Läuft. Da, schon Stufe 83. Das kann doch nicht sein. Ich habe 2 Stunden Salmon Run gespielt und bin keine Katalogstufe hoch. Jetzt spiele ich noch nicht mal eine halbe, 20 Minuten das und bin 2 Stufen hochgestiegen. Also, hä?
Das kann sich in Schwindel, Kopfschmerzen, Sodbrennen und Durchfall äußern. Zudem ist es empfehlenswert, Matcha und grünen Tee im Allgemeinen nicht auf leeren Magen zu trinken, da er die Magensäureproduktion anregen kann. Das kann zu Magenschmerzen und Übelkeit führen. Ja, und Sodbrennen dann, ne? Achso, es steht sogar am Anfang, ja, okay. Okay, also das ist das Negative, wenn man Matcha trinkt. Ja, ich habe generell immer Probleme mit Sodbrennen. Ich weiß nicht, ob das dann noch so positiv ist. Weißt du, wo man sowas kriegt? Einfach so im Laden? Also so nur... Oder wie hast du den getrunken? Hast du den pur getrunken oder hast du da irgendwie was zugetrunken? Ach, guck mal, der hatte so den Ohrring, den ich haben will. Ich hoffe, ich krieg den auch gleich. Irgendwo... In einem Energy getrunken oder in irgendeinem alkoholischen Getränk? Ich habe keine Ahnung. Bestimmt war das in einem Energy. Das wird ja eigentlich dieses Jahr auch ergänzen, ne? Vielleicht habe ich auch mal einen Matcha Energy getrunken. Aber so richtig Tee hatte ich, glaube ich. Nee, da hatte ich das bestimmt nicht. Das sind so Sachen, ne? Bin ich mir echt nicht selber sicher. Keine Ahnung. Was ist das denn für eine Konstellation hier? So kleine Blubbel im Boden. Ja, ist leider nicht so ganz gut für mich. Shit. Eine Kollegin hat das aus dem Bioladen mitgebracht. Das roch so richtig gut und sie hatte auch den richtigen Besen dabei, um den so anzurichten, wie es normalerweise tut. So, klingt schon so ein richtig so wie ein Fall. So ein bisschen nicht so ganz legale Substanz. Wenn sie schon die richtigen. Hä? Wo kommt denn die Tinte hierher? Hä? Wieso lag denn da plötzlich Tinte auf dem Boden? Leck ich hier gerade oder leckt jemand anderes? Also angeblich soll das jetzt auch so sein, wenn bei dir irgendwie Verbindungsprobleme sind, da kannst du wohl nicht mehr spielen. Wow. Ich habe mir zu viel zugetan und mein Herz war die ganze Zeit am Pumpen. So. Das habe ich bei Kaffee. Genau, das wollte ich gerade ja sagen. Ich habe bei Energy keine Probleme mit solchen Sachen. Überhaupt nicht. Mit so... Das hatte ich früher, dass mir das nicht so immer so bekommen ist. Wenn ich, deswegen habe ich auch nie so eine ganze große Dose getrunken, sondern immer nur eine halbe oder eine kleine. Und ich habe das aber immer bei Kaffee. Mir geht bei Kaffee immer die Pumpe. Und ich habe bei Kaffee immer, dass ich... ja, das geht mir auf den Magen. Und was habe ich noch? Ja, Schwindel und also Herzrasen und Schwindel. Ich habe da alles von. Aber bei Energy habe ich das nicht. Und meine Eltern sagen immer, ja, bei Kaffee stimmt das nicht. Habe ich nicht. Ich so, ja, ihr trinkt ja auch am Tag 2-3 Kannen. Das fand ich ja mal so geil, als jemand da so geschrieben hat, so, es war irgendwie wegen Energy verbieten oder so. Und dann hat jemand so gesagt, die sollten lieber Alkohol verbieten. Wenn ich ein Bier trinke, da wird mir richtig schlecht von. Und von Energy, ich trinke da 3 Dosen am Tag. Da habe ich gar nichts von. Warum sollen die das verbieten? Und ich denke mir so, ja, Junge, sagt mal ein Alkoholiker, der am Tag irgendwie 3-4 Bier trinkt, der soll ein Energy trinken, wenn er noch nie einen getrunken hat. Oder vielleicht einmal im Jahr einen trinkt. Das sind dieselben Resultate, nur andersrum. Also das war, er meinte halt, also ich finde auch nicht, Energy sollte verboten werden, aber ich finde, Energy sollte auf jeden Fall altersbedingt, ne, ihr wisst schon, aufgepasst werden. Fall für die Aufsichtsperson, so. Ah, ich behalte den Blubler. Ja. 458 mit Disperser? Nur? Okay. Okay, der 458 ist noch in der Runde dabei. Okay. Okay. Noch nicht bei uns. Ah.
Ich fände es so lustig, wenn wir bis 12 Uhr heute machen und ich habe dann, ich krieg den Katalogstufe heute auf höchste Stufe. Also ich werde auf jeden Fall in der nächsten Season wirklich nicht täglich spielen, aber ich werde halt öfters halt so sagen, ja, ich gehe mal kurz in das Spiel rein und mach mal kurz die Werte hoch. Und ich glaube, Splatfest würde ich auch länger spielen, weil da wird ja auch nochmal multipliziert, die ganzen Werte. Wäre cool, wenn eigentlich so in der letzten Woche einer Season würde man auch nochmal mehr Punkte kriegen. Sowas finde ich ganz geil. Also darauf bezogen. Das war der 458er. Das ist der ja gar nicht so schlecht. Ich hatte einfach nur Probleme gehabt. Das kann ja natürlich auch sein. Ich habe das Gefühl, dass jede Runde ist hier irgendwie gleich. So vom Gefühl her. Also ich kann die immer frontal, die können mich immer frontal besiegen. Ich kann das nicht. Ich finde das so lustig. Der sieht doch gut aus. Warum hat er denn vorhin so wenig Punkte gehabt? Naja, okay, da will ich den nicht mehr 458 nennen. Besonders, ich glaube, der hat mich schon wieder erledigt. Nö. Der war aber hinter mir. Aber wieso stürmen die denn so? Ich check das nicht. Wieso kommen die denn immer hier so? Ich glaube, die machen immer dieses Kreissystem. Diesen Kreissystem. Ja, muss ich mich treffen, ist okay. Ja! Nee, aber nochmal wegen diesen ganzen Aufputsch-Dingern da so, also wegen Energy und so. Also es ist nicht so, dass ich sowas brauche oder gern, also unbedingt trinke. Also Energy trinke ich ja wirklich nur, weil es mir mega schmeckt. Deswegen trinke ich das gern. Und ich trinke ja auch hauptsächlich nicht diesen Energy-Geschmack, sondern wirklich dieses Saftige da. Also ich mag ja diese Saftdinger am liebsten. Nein, shit! Aber ich habe ihn trotzdem. Deswegen, ja. Okay, ich wollte gerade sagen. Ich bin jetzt aber ein bisschen enttäuscht, wenn der nicht erledigt worden wäre. Da wäre ich noch enttäuschter gewesen. Freie Punkte. Komm, ja, wollte ich gerade sagen. Also den sollen die mir aber gönnen. Ja, klar, verlieren wir wieder. Was macht der Bass auch hier? Warum? Ja, klar, ich sterbe oft, aber Punkte? Oha. Hm? Nee. Doch! Die haben bei sich nicht gefärbt. Und die so alle so, hä, wieso? Ich seh's, dass die alle sich beschweren. Warum habe ich verloren? Das ergibt gar keinen Sinn hier. 6-6, okay. Ja. Guck mal, jetzt ist Katalogstufe weniger. Ist das vielleicht in Serie wirklich? Aber guck mal, das ist auch Zeitbonus, Farbbonus, Siegbonus. Das ist nur für die Katalogstufe, ne? Kriege ich noch andere Boni, die mehr Punkte bringen? Sollte ich mir vielleicht mal recherchieren. Ja, guck mal, jetzt hat er gut Punkte gemacht.